Gut, dann schauen wir durch, oder? Genau, schauen wir durch. Es sind ungefähr zwei Handvoll an Ausstellungsstücken da. Fangen wir einfach drei noch an. FMR 1, glaube ich. Das sind drei Studienkollegen, die sind jetzt im ersten oder zweiten, also im ersten Jahr. Die haben gemeinsam, zu dritt, haben sie drei verschiedene Projekte da realisiert. Das ist der Fabrizio, der Johann und die Mascha. Und grundsätzlich geht es bei dem Projekt um das, dass du mit deinem Atem dem Fötus, dem Ungeborenen, Leben einhauchst. Das heißt, du setzt die Atemmaske auf, musst wirklich fest reinblasen in den Atemapparat und belebst somit das Video, und das Ganze spielt halt mit dem, dass normalerweise der Atemapparat dir das Leben ermöglicht, und in dem Fall ist es halt umgekehrt, dass du durch den Atemapparat dem Fötus das Leben einhaust. Dann haben wir sogenannte Kuhmusik. Das ist die Irmgard, das ist die vorher angesprochene Tierärztin. Studienkollegin von mir, und sie hat eben 8 Kühe zu Hause und hat mitgeloggt, wann welche Kuh schwanger wurde und wie viel Milch sie wann gegeben hat, und hat das dann in Musiknoten umgewandelt. Und bei dem Ausstellungsstück kann man eben jetzt einzelne Kühe zuschalten, abschalten und kann somit seine eigene Symphonie praktisch kreieren. Und kann das Ganze mit einem Dirigentenstab mehr oder weniger dirigieren und kann da praktisch den Takt anbieten. Okay, das ist recht lustig. Zeigt YouTube-Videoclips, wie man es normalerweise in den Medien sieht. Das heißt, vom Herrn Strache, der gerade irgendeine Rede hält, über einen Arnold Schwarzenegger, der gerade irgendeine Rede hält, bis hin zu Leuten, die sie auf irgendeiner Superstar-Sendung lächerlich machen. Und das Interface ist sehr einfach. Man nimmt das Teil da in die Hand und drückt ganz fest. Und man nimmt ihn bei den Eiern. Und kann ihm dann praktisch, kann ihm die Stimme erhöhen. Okay. Bei dem Projekt, das ist von einer Kollegin aus der Schweiz. Es ist eigentlich von der Interaktion, es ist relativ simpel, also es ist keine Interaktion. Okay. Das Ganze das kann ich auch. Das Ganze ist mit dem Wetter verbunden. Das heißt, sobald es zum Regen draußen anfängt, schaltet sich der Scheibenwischer ein und vollführt ihm den stupiden Task, dass er eben an einer nicht zu säubernden Wand oder nicht zu durchsichtig kommenden Wand einfach seine Spuren hinterlässt. Und ja, und das Werk zeichnet eben über die Zeit, oder wenn man nach einigen Tagen schaut, sieht man eben, wie viel Zeit oder wie viel Spuren der Scheibenwischer hinterlassen hat. Okay, nächstes Stück. Da sitzt ja schon wer bekannter und wie gerade damit spielen. Also es ist eher ein sozialkritisches Stück, das eben damit auseinandersetzt, was man eben in den derzeitigen News immer sieht. Das heißt, wenn man sowas in einer News-Sendung sieht, dann ist es halt, dann akzeptiert man das. Und es wird halt da so umgedreht, dass man sich eben aktiv dazu entscheiden muss und eben in einer Art russischem Roulette sich aktiv für das Ganze entscheiden muss. Und dass man dann eben, sobald man abdrückt, bekommt man ein Video zu sehen, eins von 4 oder 5 Videos, und die alle entweder Robbenmörderei oder Krieg oder andere ungute Dinge oder unkomfortable Dinge zu sehen bekommt, und die Reaktionen von einem selbst werden dann in Form dieses Flash-Klotzes dargestellt, der sich dann eben mehr oder weniger bewegt, je nachdem, wie man dann halt auf das Video reagiert. Hannes, hallo. Oliver bin ich. Servus, Hannes.
Ihr habt die Gearbox gebaut, habe ich schon gelesen auf dem Schild. Das ist ein Sequencer, oder wie? Genau, es ist ein zirkularer Sequencer, also genannter, der allerdings weit über das hinausgeht, was ein normaler zirkulärer Sequencer kann. Nämlich bei uns kann man einzelne Gears, einzelne Räder miteinander verknüpfen und verbinden. Und dadurch ergeben sie musikalisch aber ganz neue Möglichkeiten. Okay. Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass man einfach als Mittel immer ein so ein Zahnrad hat. Und da hat man verschiedene Möglichkeiten. Man kann kleine und große machen, man kann die Unterteilungen verändern, man kann die dann kombinieren in verschiedenster Form. Also ich kann jetzt zum Beispiel so ein kleines verwenden und so ein großes. Okay. Und das dann werden quasi meine Samples, die auf und genau. abdrehen. Okay. Und typischerweise eben, dann machst du irgendwie, suchst du irgendwas aus, konfigurierst hier dein Instrument, hast die Möglichkeit, eine ganze Klaviatur, also 10 Oktaven, durchzuscrollen und dir irgendwas auszusuchen. Mhm. Und dann akzeptiert man das und wenn man möchte, startet man das Ganze dann. Und der ganze Witz ist halt, diese Möglichkeiten, die man hat, ist in der Größe. Also ich kann jetzt einfach hier ein Radl dran setzen, was die halbe Größe hat, dann dreht sich das doppelt so schnell. Wenn ich jetzt einen Rhythmus habe, der kann ja einen langsamen mit einem schnellen sozusagen kombinieren, aber er schaut gleich aus. Was ich auch noch machen kann, ist, ich habe hier verschiedene Möglichkeiten anzudocken. Ich kann also wie beim Radl verschiedene Übersetzungen verwenden. Ich kann da zum Beispiel in die Mitte reingehen, dann wird das nur noch mit der Viertelgeschwindigkeit angedrückt. Das ist im Wesentlichen ein vorbereiteter Graph, eine Demo von uns, das so funktioniert, dass wir schlussendlich diese ganzen einzelnen Zahnräder, die wir da haben, inkrementell dazu schalten und so einfach eine Performance machen können. Mhm. Also alles, was man jetzt hört, ist dieser einfache, simple Gear, wo dieser Vierteltakt drin ist. Genau, einfach nur ganz stupid. Genau. Und wenn man aber jetzt andere Räder dazu schaltet, inkrementell, dann wird das ein relativ tolle Performance eigentlich. Genau.